Hallöchen und willkommen zurück bei einer Runde Dawn of Man, hier in unserer kleinen steinzeitalterlichen Stadt. Es geht langsam voran, hier wird ein bisschen Holz getragen, genau. Ich habe noch diese Holzsammelhaufen. Ich weiß nicht, ob ich die mit hier einlagern soll. Platz hätte man theoretisch. Würde dann noch ein bisschen besser aussehen. Diese Hütte, die kann ich nicht upgraden. Aber die brauche ich halt noch, ne? Die brauche ich für dieses Werkzeug. Die muss ich noch lassen. Die passt nicht mehr so richtig in mein Konzept rein. Meinen Hunden, denen geht's gut und wir machen erstmal wieder auf Vierfach-Speed. Damit auch ein bisschen was passiert. Und ich würde gerne mal wissen, was die Hütten brauchen zur Reparatur. Theoretisch kann es nur Stroh und Lehm sein und vielleicht Holz. Auf jeden Fall keine Häute mehr. Wie viele Häute haben wir noch? Wir haben zwei Rohrhäute. Die müssen wir noch trocknen. Die verfallen sonst zu schnell. Und dann machen wir noch ein paar Outfits. Weil der nächste Winter kommt bestimmt und wir haben noch keinen Flachs und keine Wolle. Ein Sturm zieht auf. Oh oh. Und dann muss ich wieder auf Vierfach stellen, weil der Sturm macht es immer automatisch wieder runter. Oh oh, da hat es eingeschlagen hier hinten. Ich habe es genau gesehen. Hier wird abgebaut. Das ist sehr schön. Die braucht was zu trinken. Dann holt er was. Hier wird gemolken. Schön die Milch. Schöne Ziegenmilch. Sehr gut. Oh ja. Jetzt geht's ab. Da hinten schlägt es ein, dort schlägt es ein. Ein Räuberangriff. Wo ist der? Der ist hier. Wie viel sind es? Es sind diesmal nur zwei, okay. Ja. Viel Glück, Jungs. Wir sind 29 und ihr? Aber einer ist gestorben, oder? Ne, der lebt noch, ne? Ach nee, die Myra wurde von Räubert umgebracht. Wir sind nur noch 28, naja, ist okay. Also die Räuber kommen immer von hier. Wir brauchen dann echt bald am besten den Turm, aber ich will erst den Flachs. Denn dann können wir diese Sommer... Gut, das bringt eigentlich auch nichts, das bringt uns nur Sommerkleidung, ne? Ich bräuchte Wolle. Schafdomestizierung, okay. Das heißt, wir machen als nächstes Schafdomestizierung, dann kriegen wir Wolle und dann können wir diese Winterkleidung machen. Oder erstmal die Befestigung. Das ist jetzt die Frage. Bogen schießen, wir können... Können wir nicht Bogen bauen? Kann ich da welche abstellen, die Wache halten? Hallo, Bogen? Hier Bogen. Ja, wir bauen mal zwei Bögen. Müssten ja demnächst wieder Forschungspunkte bekommen. Hier, wir können hier nochmal jagen gehen. Zack. Das ist hier unsere Ziege, der geht's gut. Auch unsere Ziege, der geht sehr gut. Wir könnten noch eine Stallung bauen. Nur wo bauen wir die hin? Hier passt noch eine Stallung hin. Ich muss ja irgendwo noch eine Wall ziehen, also eine Mauer. Lass ich da die Stallungen drauf. Oh, oh, hier passt sie hin, ne? Ja, nehmen wir so. Bauen wir da hin. Einmal frei. Sieht man nicht, gefällt mir. Ein Steinbock ist geflohen, das ist nicht so schlimm, Hauptsache ihr habt einen bekommen. Oder habt ihr keinen bekommen. Auch egal, hier den können wir noch weghauen. Den müsst ihr nun einmal anhitten, dann fällt er eh um. So, warum das wird abgebaut? Okay, hier haben wir noch genug liegen. Stroh ist ordentlich vorhanden, nahrungstechnisch. Also wir kommen über den nächsten Winter. Vor allem, weil wir auch ein paar Leute wählen. Ach, hier war dieser Hügel mit diesem einen Totenkopffall. So, wie sieht es hier aus, die Höhle? Kann man die denn noch tiefer machen? Bestimmt, ne? Das wird dann noch kommen. Wir können mal in den Forschungsbau noch mal reingucken. Nee, anscheinend nicht. Okay. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen mehr Forschung. Das Spiel ist ja, glaube ich, noch Alpha. Nicht Alpha. Es ist schon released, aber noch nicht fertig. Ja, nahrungstechnisch, das geht wieder so hoch. Zack. Oh, und wieder ist jemand gestorben. Der Ballig ist in Altersschwäche gestorben, der Arme. Bevölkerung schrumpft. Aber irgendwie kommt nur bei denen Haus Rauch raus. Nur bei denen. Warum auch immer.
Ah, hier wächst ein junger Baum, das ist gut. Denn wir brauchen heute mal ein paar Bäume. Hier wachsen auch überall. Ne, das sind Himbeeren, ich muss sagen, das sind Bäume. Wir brauchen nämlich Holz, also müssen wir irgendwo mal woanders was fällen. Hier, wir machen die mal weg, ganz einfach. Kann ich die mehrmals anklicken? Ne, kann ich nicht, also du musst weg. Wir brauchen Holz für den Winter. So, haben wir nochmal 3 Bäume gefällt, das passt. Hier, die können wir nochmal schnell jagen, wenn das klappt. Warum rennen die so doll? Ich habe doch nur 4-fach Speed und die rennen hier, als ob sie auf der Flucht sind. Bleibt stehen, kleine Mufflons, bleibt stehen. Ja, schauen wir mal. Hier, die Kinder spielen mit Dreck. Was sollen sie anders machen? Gab früher nichts. Können wir noch ein paar Steine werfen? Was ist denn hier Rotes? Blaubeeren. Ah, okay. Hier habe ich ja das Abbaugebiet. Das passt ja soweit. Wie viel Getreide haben wir? Boah, wir haben Getreide ohne Ende. Brote ohne Ende. Hier ist noch, wir können Mehl mahlen, da ist Weihnachten. Wie gesagt. Es ist ja schon wieder Winter. 100 Holzscheiter haben wir, ein neuer Mensch geboren, das ist sehr gut. Das heißt, wir können jetzt endlich Schafe domestizieren. Jetzt müssen wir nur Schafe finden. Vielleicht sind die Mufflons die Höhlenlöwenangriff. Schafft er das? Ich glaube nicht. Nee. Wieder einer tot. Nicht gut. Abbrechen? Nee, Mufflons sind schon mal keine Schafe. Ein Steinbock ist auch kein Schaf. Gibt es hier direkt Schafe? Hier Wildschweine. Ein Bär. Wildschwein. 5000 Bären? Anscheinend nicht. Ich sehe keine Schafe. Na, mal gucken. Vielleicht kann ich welche beim Händler kaufen. Aber wir sollten diesen Höhlenlöwen noch töten. Und seine ganzen Mitbewohner. So, los geht's. Temperatur 0 Grad. Winter. Es könnte langsam mal schneien. So, wie sieht's aus? Ihr macht hier... Ach, jetzt kommen die Linsen rein. Okay. Die kommen anscheinend schon zeitiger in den Boden. Jetzt schneit's. Ist es nicht herrlich hier? Unsere kleine Siedlung. Können wir von hier gucken. Und den Trubel uns ansehen. Wie gewuselt wird. Die kleine Emmag, wie sie rumläuft. Wir beobachten sie mal. Wo geht sie hin? Sie geht... ins Lager. Und was macht sie? Sie geht nach Hause, ne? Sie guckt rum. Naja, gibt nichts zu tun, ist okay. Wo wollten die alle hin? Was macht ihr von der Wanderung? Hallo? Ach, die wollen ja diese Löwen noch alle töten. Die werden jetzt ausgemerzt. Hier ist irgendwas. Fang. Ja, ist schon tot. Junges Weibchen, Steinbock. Okay. Aber ist das nicht oder eine Ziege? Warum sind meine Tiere hier nicht drin? Habe ich meine Tiere noch? Sind die tot? Hallo? Ich habe hier 5000 Hunde, ja. Aber keine Ziegen mehr. Hä? Das, oder sind die hier oben drin? Ah, hier sind sie. Ich hatte schon Angst. Ziege, 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 Ziege. Ja, wir haben genug Ziegen. Ich hatte jetzt schon Angst gehabt, ey, wo die ganzen Ziegen sind. Aber die sind im vorderen Stall, das passt also soweit. Jetzt gibt es wieder Fleisch ohne Ende, heute ohne Ende. Das heißt, wir können noch ein bisschen was aufhängen, hier noch was aufhängen. Ja, ich nehme auf, danke. So. Und hier noch was aufhängen.
Höhlenlöwen, 5-mal getötet, gibt ein Wissen. 100 heute, gibt ein Wissen. Ja, genau, komm mit meine, komm. Komm, mein Junge Steinbock, komm. Sehr lieb. Deine Eltern brauchst du nicht mehr, du kannst mit zu uns kommen. Wir beißen nicht. So, was ist es jetzt? Ist nur eine Ziege geworden. Ja, Ziegen habe ich doch schon. Ja, Tierlimits, ich weiß. Tierlimits sind eine effiziente Methode, ihren Nutzierbestand zu kontrollieren. So sicherzustellen, dass jene nicht zu viel Platz oder Ressourcen verbrauchen. Standardmäßig werden nur sehr alte Tiere geschlachtet, die ohnehin auf natürliche Weise sterben würden. Ich kann also für jedes Tier einen Limit setzen. Tierlimits. Ziegen. Ja, Ziegen. Nee, ja, 10 reichen. Wie viel passen hier rein? Hallo? 2, 4, 6, 8, 10. Ja, ein Ziegenschlag reicht. Alles, was drüber ist, geht in die Nahrungsproduktion. Aber ich habe keine Schafe bekommen. Schade. Ich müsste halt wissen, was Schafe sind. Das Spiel wird gespeichert. Sehr gut. Ich denke mal, das sind hier die Mufflons. Oh, sag mal hier. Kann man dich domestizieren? Hallo, ich krieg dich nicht angeklickt. Jetzt. Ja, das ist der Wolf, den kann ich domestizieren, das weiß ich. Es wird ein Hund. Ein Wildschwein kann ich noch nicht. Das sind dann die normalen Schweine. Ein Bär höchstens zum Tanzen dann, ne? Ja, Katzen auch nicht. Ein Auerochse, ne. Was haben wir hier noch? Wildschwein, Junges. Ein Esel, ne. Ich sehe noch keine Schafe, ne? Okay. Zur Ursicht aus und es geht weiter. Das ist aber so ein Mufflon, ne? Mufflon. Wo sind deine Kinder? Der muss doch hier irgendwo sein. Ziegen? Ziegen? Oh, hier ist noch viel Tier. Ein Esel. Steinbock. Rehe. Ein Hirsch, nee, alles. Alles erwachsen. Erwachsenes Weibchen. Ich krieg hier keine Schafe, wie es aussieht. Zurück zur Siedlung. Mit Enter. Zack. Geht schneller. Wieder ist jemand geboren. Nee, es sind zwei neue Menschen dazugekommen. Sehr schön. Der Händler müsste auch noch kommen. Auf den warten wir auf jeden Fall jetzt noch. Vielleicht gibt er uns ein paar Schafe. Dass wir endlich diese Produktion hier loslegen können. Hatten wir jetzt Stoffe gehabt? 4-mal Stoff. Okay, wir machen halt erstmal diese Sommerkleidung. Was soll's? Haben wir 4-mal da, ist okay. Wir können mal waffentechnisch ein bisschen was bauen. Von jedem noch einmal hier. Zack, zack, zack. Höhle, wie sieht's hier aus? Ja, hier sind noch 31-mal drin. Das passt soweit. Jetzt kommt der Händler einmal frei. Kommt immer zu Heiligabend und will uns was Schönes schenken. Wobei ja, ne, Jesus ist noch nicht geboren. Es wird noch nicht Weihnachten gefeiert. Wir feiern jeden Tag. Weil wir leben. Aber so die Siedlung an sich, also macht langsam was her. Mauer rum, noch besser. Brauchen wir auch Forschungspunkte. Haben wir nicht. Los, komm, Ziegen. Schafe, genau, ich will Schafe. Einmal frei. Ja, 2 Stück brauche ich auf jeden Fall. Aber wir haben genug zu verkaufen. Das ist nicht schlimm. Hier, wenn ich alles verkaufe, ist mir egal. Einmal reicht. Getrocknete Häute weg. Leder lassen wir. Ja, hier könnt ihr haben. Brauche ich nicht so viel. Habe ich genug. Holz brauche ich. Es gibt alles nur einmal, einmal, einmal. Es gibt nur einmal. Hier kann ich noch ein bisschen was. Fülle ich mit denen auf und dann müsste es, reicht nicht, fülle ich mit denen auf, reicht. Haben wir Ziegen. Ach, Ziegen, Schafe, jetzt habe ich's. Noch ein Schaf? Ne, das war zu teuer. Okay, dankeschön. Juhu, Schäfchen, das sind sie. Reich mit euch in den Stall, los. Ihr habt euren eigenen Stall, ist nicht toll? Jawohl. Ich freue mich schon auf eure Wolle. Sind sie jetzt? Tot. Umgekommen. So, Winter
Oh, was ist hier los? Hier wurde hier geschlachtet. Das alte Weibchen, ja, das ist okay. Hier sind unsere ganzen Erbsen, das passt soweit. Warum sehen die anderen anders aus? Die sind dunkelgrün, die nicht. Also nahrungstechnisch, uns geht's gut. Hier wird fleißig gebaut. Hier wird fleißig Kleidung gemacht, Line-Outfits, da brauchen wir diese Leder-Outfits nicht mehr. Wir verbessern uns. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wir gucken jetzt hier nochmal bei der Feldarbeit zu, wie hier schön und fleißig gewuselt wird. Also bis dann. Bleibt uns treu und tschüss, euer Rob. Ciao mit V.